Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Kurz gesappt. Heute geht es um den Boardtyp Allround. Allround Boards sind ja klassische Anfängerboards und wir wollen euch in diesem Video einfach mal sagen, was ein Allround Sub ausmacht, wie das Board geschnitten ist und welche Fahreigenschaften ein Allround Sub mitbringt. Hier seht ihr jetzt ein klassisches Allround-Sub. Ihr seht schon, das Board ist nicht ganz so lang. Die klassische Boardlänge für Allround-Boards sind so um die 10 Fuß. Dieses hat ja 10,6 Fuß. Es gibt auch einige Boards, die haben 11 bis 11,5 Fuß. Doch das sind keine klassischen Allrounder mehr. Das geht dann eher schon Richtung Touring-Sub oder so eine Mischform zwischen Allrounder und Touring-Board. Ihr könnt euch also merken, die klassische Boardlänge bei Allroundern liegt immer um 10 Fuß. Wie ist jetzt ein Allround-Board geschnitten? Ihr seht ja schon, das Board ist nicht ganz so lang, das hatte ich ja schon gesagt, aber es ist dafür sehr breit geschnitten. Sowohl im Nose-Bereich als auch im Tail-Bereich als auch in der Mitte rund um den Sweet-Spot habt ihr richtig viel Platz. Und hier auch in diesem Fall eine sehr breite Standfläche. Hier bei diesem Board ist die Standfläche, glaube ich, jetzt 81 oder 82 cm und das ist natürlich deutlich mehr als bei den sehr schmalen Raceboards. Dadurch, dass das Board sehr breit ist, hat es natürlich eine sehr hohe Kippstabilität und aus diesem Grund ist es auch das perfekte Einsteigerboard. Denn gerade wenn ihr die ersten Schritte auf dem Stand-Up-Pedalboard macht, solltet ihr ein Board mit einer hohen Kippstabilität haben, weil es einfach so viel leichter fällt, das Board auszugleichen und ihr fallt nicht so oft ins Wasser. Auf einem Raceboard würde euch der Einstieg viel, viel schwerer fallen als auf einem klassischen Allround-Board. Das Allround-Board ist auch eigentlich das Stand-Up-Pedalboard, welches ihr bei den meisten Sub-Verleihen bekommt. Wenn ihr euch da ein Board ausleiht, wird das in der Regel tatsächlich ein Allround-Board sein. Warum ich jetzt auch jedem Anfänger tatsächlich zu einem Allround-Board raten würde? Allround-Boards sind richtige Multitalents. Ihr könnt mit den Boards aufgrund der sehr kurzen Boardlänge auch problemlos in das Meer gehen. Also ein Allrounder ist tatsächlich auch für kleinere Wellen im Meer geeignet. Ihr könnt aber auch etwas längere Touren, so mittellange Touren, sind auch mit einem Allrounder kein Problem. Wir sind auch schon 17 bis 20 Kilometer mit Allroundern gefahren. Auch für entspanntes Cruisen auf dem Flachwasser ist ein Allrounder wunderbar geeignet. Und das Board eignet sich auch hervorragend, um neue Skills und Techniken auf dem Stand-Up-Pedalboard zu erlernen. Das heißt, wenn ihr jetzt den Pivot-Turn oder einfach nur das Bewegen auf dem Board erlernen möchtet, ist ein Allrounder eigentlich die beste Wahl, weil ihr eine schön breite und große Standfläche habt. Ein Allround-Board zeichnet sich aus durch die stark abgerundete Nose. Die abgerundete Nose hat natürlich Vorteile, wenn ihr in die Wellen geht, hat natürlich Nachteile, wenn ihr im Flachwasser fahren wollt. Denn mit einem Allrounder könnt ihr einfach nicht so hohe Geschwindigkeiten erreichen, weil der Wasserabriss vorne an der Nose nicht ganz optimal ist und das Board natürlich ein bisschen ausgebremst wird. Allrounder haben eine mittelhohe Boardaufbiegung. Ihr seht schon, das ist nicht ganz so eine starke Aufbiegung vorne, sondern bei Allroundern habt ihr nur so diese mittlere Boardaufbiegung vorne im Nose-Bereich. Aufgrund der etwas kürzeren Boardlänge müsst ihr natürlich bei Allroundern öfter mal die Paddelseite wechseln, gerade als Anfänger. So nach 5 bis 7 Zügen solltet ihr dann mal auf der anderen Seite paddeln. Ein Vorteil hat natürlich die kurze Boardlänge. Allrounder sind sehr wendig. Das kommt euch natürlich auch in den Wellen zugute. Aber natürlich auch im Flachwasser. Allrounder sind dadurch sehr leicht handelbar, sehr leicht lenkbar. Und das ist gerade für Anfänger sehr von Vorteil, wenn ihr einfach ausweichen könnt. Und auch wenn ihr euch dann Richtung Tail bewegt, habt ihr es deutlich einfacher, ein Allround-Board, um eine Kurve zu bewegen. Ein Allround-Board ist tatsächlich sehr anfängerfreundlich geschnitten von der gesamten Boardform. In der Regel habt ihr bei Allround-Boards hier am Rand auch ein Soft-Rail, kein Hard-Rail. Das kommt euch natürlich als Anfänger sehr zugute, weil ihr einfach dadurch noch bessere Fahreigenschaften habt, noch eine bessere Kippstabilität habt bei einem Allrounder und das Board auch ein bisschen eher Fehler verzeiht, die man vielleicht beim Fahren macht und das Board insgesamt einfach mehr Kippstabilität bietet. Ihr könnt euch für Allrounder eigentlich merken, ein Allround-Board ist die perfekte Mischung aus Stabilität, Wendigkeit und Geschwindigkeit.
Außerdem, wenn ihr euch überlegt, ein Stand-Up-Paddleboard zu kaufen, solltet ihr auch bedenken, dass Allrounder in der Regel auch für Kinder geeignet sind, weil sie einfach nicht ganz so schwer sind. Sehr schwere Touring-Boards oder sehr schmale Race-Boards sind für Kinder in der Regel nicht geeignet. Die kurzen Allrounder, die wirklich leicht sind, können auch problemlos von Kindern gefahren werden. Und gerade wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet ein Stand-Up-Paddleboard für die Familie kaufen, ist ein Allrounder auf jeden Fall die beste Wahl, weil einfach jedes Familienmitglied auf diesem Board Spaß haben kann. Hier seht ihr einmal die Finnen eines klassischen Allround-Boards. In der Regel wird bei Allroundern eine Delfinfinne mitgeliefert, wie auch hier. Und meistens habt ihr bei Allroundern auch noch zwei unterstützende Seitenfinnen, weil das Board ja einfach nicht ganz so lang ist. Und durch diese Seitenfinnen hat das Board dann noch eine etwas bessere Spurtreue und einen etwas besseren Geradeauslauf. Das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein zum Boardtyp Allround. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo vom Kanal. Das war's. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe kurz gesuppt.